Sonntag. Es ist geschafft. Nach sage und schreibe 8 Monaten hat der HSV mit dem 2:0 gegen Hoffenheim endlich wieder einen Heimsieg eingefahren. Das ist ein sehr gutes Gefühl, weil das ist sehr wichtig für unsere Fans auch. Und es ist eigentlich unglaublich, dass wir so lange kein Spiel gewonnen haben. So hoffentlich ist das im ersten Ansatz, um die normale Heimvorteile vorzusetzen. Die Hamburger stehen nun auf Tabellenplatz 14. Die Stimmung im Volkspark ist dementsprechend gelöst. Dienstag. Der HSV macht weiter positive Schlagzeilen. Die Fluggesellschaft Emirates verlängert den Sponsorvertrag mit dem Bundesliga-Dino um 3 Jahre bis 2015 plus Option auf ein weiteres Jahr. Die finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten Hamburger sollen dafür insgesamt 30 Millionen Euro kassieren. Mittwoch. Mladen Petric suchte man heute vergeblich auf dem Trainingsplatz. Der Kroate absolvierte ein individuelles Programm im Trainingszentrum. Nach überstandenem Muskelfaserriss hatte Petric Anfang der Woche über leichte Wadenprobleme geklagt. Hat mal einen Tag mittrainiert, hat wieder ein bisschen was gespürt, aber es ist da nichts Neues, keine neue Verletzung, sondern wir müssen da ein bisschen langsamer machen, nicht, dass er sich da noch wieder stärker verletzt, weil dann ist er erstmal länger weg. Also er wird nicht dabei sein. Donnerstag. Großer Besuch im Volkspark. Boxschwergewicht Alexander Dimitrenko schaute beim Training vorbei und besuchte anschließend die Mannschaft in der Kabine. Für uns Spieler ist immer mal gut, auch mal was anderes zu sehen, vielleicht den einen oder anderen Tipp zu holen, wo man hinschlagen muss, damit es richtig wehtut. Und er ist auch HSV-Fan. Ist HSV-Fan, das ist doch schön. Die Stimmung beim HSV. Sie ist nach dem ersten Bundesligasieg unter Thorsten Fink merklich gelöst. Das ist auch dem Trainer nicht entgangen. Das ist alles toll, das freut mich, dass jeder gut drauf ist. Nur Zufriedenheit ist ja auch bekanntlich ein Rückschritt. Wir müssen weiter heiß sein auf den nächsten Sieg und die Serie weiter fortzusetzen. Schließlich kann Platz 14 in der Tabelle für einen Verein wie den HSV nicht das Ende der Fahnenstange sein. Freitag. Heute geht es für Thorsten Fink und seine Mannschaft nach Hannover. Im prestigeträchtigen Nordderby stehen dann mehr als nur 3 Punkte auf dem Spiel. Wir wissen, dass auch Hannover jetzt sehr gut gearbeitet hat im letzten 1,5 Jahren, das müssen wir ja auch zugeben. Und wir wissen aber auch, dass sie jetzt nicht unbedingt auf dem UEFA-Cup-Platz sind. Sicherlich wollen wir sie da mal überholen. Nur, wie gesagt, die ersten Ziele von uns ist erstmal uns im gesicherten Mittelfeldplatz zu platzieren. Ein Sieg in Hannover würde da auf jeden Fall weiterhelfen. Dürfte allerdings alles andere als leicht zu holen sein. Ich glaube, Hannover im letzten Jahr, diesem Jahr haben sie sehr gut gespielt. Sie sind gut in Europa League und ich muss sagen, das ist eine gute Mannschaft. Wir sind besser in Form gekommen. So, wir gehen dann nach Hannover mit Respekt vor den Gegner, aber mit sehr viel Motivation und sehr viel Glauben in uns selber. Das Selbstvertrauen ist zurück im Volkspark. Nun gilt es, die positive Entwicklung der letzten Wochen fortzusetzen.